Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch gerne heute zwei Kapitel lesen aus dem 1. Samuel-Buch. 1. Samuel 21 und 22, ein spannendes Kapitel, und zwar über die Flucht Davids. David musste ja vor Saul fliehen, hat vorher nochmal einen Bund gemacht mit Jonathan, dem Sohn Sauls, und flieht dann zu dem Priester Abimelech und danach in die Höhle Adullam. Eine ganz spannende Geschichte. Voller Ränke, voller Verschwörungen, voller Lüge vom Saul, Verrat von Doeg, dem Edomiter, der dort eingesperrt war im Haus Gottes vor dem Priester und dort so eine Art Auszeit genommen hat, wohl im Tempel, so, oder im Haus Gottes, wie hier steht, gab es ja damals noch keinen Tempel. Also eine ganz spannende Geschichte auch über Freundschaft, Glaubensfreundschaft. Und möchte ich euch gerne mitteilen, ist eigentlich eine sehr tröstliche Geschichte, aber auch eine Begebenheit in der Bibel, die uns so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt, was auch wichtig ist in so Zeiten wie heute. Ja. Also in 1. Samuel 21, Abvers 1. David aber kam gen Nobe zum Priester Abimelech. Also David ist jetzt geflohen mit nur wenigen Leuten, musste von Saul fliehen, Saul will ihn umbringen. David war bis dahin ja einer der großen Offiziere im Heer von Saul und ist jetzt auf der Flucht. Ja. Und Ahimelech, der Priester, entsetzte sich, da er David entgegenging und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? Also er hat wohl seine Leute dann irgendwo vor dem Haus vom Doeg stehen gelassen, damit er kein Aufsehen erregt, und hat sich mehr oder weniger ganz alleine dahingeschlichen zu diesem Priester Ahimelech, vielleicht auch, um ihn nicht in Gefahr zu bringen, weil so eine Truppe von, weiß nicht, 20, 30 Leuten, die mit dem David geflohen sind, die fällt ja auch auf. Also er kommt alleine zu Doeg, zu Ahimelech, und Ahimelech ist entsetzt darüber, ja, und fragt, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir, weil David sonst immer mit irgendwelchen Waffenträgern oder seiner Entourage da aufgetaucht ist, ja, als großer General vom König Israels. Und jetzt kommt er plötzlich ganz allein, ohne jemanden bei sich. Ja. David sprach zu Ahimelech, dem Priester, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, lass niemand wissen, warum ich dich gesandt habe und was ich dir befohlen habe. Denn ich habe auch meine Leute an den und den Ort beschieden. Also da sagt er, die Leute aber habe ich an den und den Ort gesandt. Ja. Er sagt, die Leute hat er weggeschickt und sagt, dass er im Auftrag des Königs in einer sehr geheimen Sache unterwegs ist. Hast du nun etwas unter deiner Hand, ein Brot oder fünf, die gib mir in meine Hand oder was du findest? Also er sagt, jetzt hast du ein Brot für mich. Und dann hat er gedacht, boah, ich habe ja noch Leute bei mir. Hast du auch fünf Brote? Ja. David natürlich hier auf der Flucht nervös, unsicher, ist er in einer Gefahrensituation bei dem Ahimelech und kommen die Leute Sauls ihm nach. Also eine schwierige Situation von ihm. Also man merkt eigentlich seine Unsicherheit hier. Ja. Hast du nun etwas unter deiner Hand, ein Brot? Oder besser fünf, ja, die gib mir in meine Hand, oder was du findest, was du irgendwie hast im Haus. Der Priester antwortete David und sprach, ich habe kein gemeines Brot oder kein profanes Brot unter meiner Hand, sondern heiliges Brot, wenn sich nur die Leute von Frauen enthalten hätten. Also der Priester Ahimelech, der macht jetzt was ganz Besonderes, der gibt dem David die Schaubrote aus der Stiftshütte. Warum tut er das? Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist einfach mal der, dass der sehr freimütiger Mensch war. Also die Schaubrote wurden gerade gewechselt und er gibt dem David jetzt die Schaubrote, die schon eine Zeit lang in der Stiftshütte aufgelegen sind. Und er hat die Freimut, die, heute wird man sagen, dem David die Oblate aus der Monstranz zu geben. Ja, er gibt ihm also die Schaubrote, heilige Brote. Das zeugt eigentlich von einer großen Güte, aber auch von der Freimütigkeit im Glauben. Ja, der hatte keine so eine verkorkste Vorstellung über heilige Dinge, sondern der hat gesagt, wenn da Not am Mann ist, warum soll ich ihm das nicht geben? Ja, also eigentlich eine sehr großzügige Geste.
Wo er aber trotzdem auch sagt, die Frauen sollen sich zumindest mal von, Leute, die mit dir sind, die sollen sich zumindest mal von den Frauen enthalten haben. Das wäre das, was ich mir so ausbedingen würde, wenn ich dir schon diese heiligen Brote mitgebe. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist der, dass der gar nichts mehr zu essen hatte. Ja, der hätte ja auch dem David was aus seiner Speisekammer geben können, hatte er aber nicht. Warum hat der Ahimelech nichts mehr zu essen im Haus? Warum musste der hungern? Weil Saul ein gottloser König gewesen ist und niemand mehr zum Opfern gekommen ist. Ja? Also das war so eine gottlose Zeit, die dort geherrscht hat, als Saul König gewesen ist in Israel, dass die Priesterschaft gehungert hat. Das spricht eigentlich schon auch für sich. Ja? Ihr könnt immer so ein bisschen die Parallelen zur heutigen Zeit ziehen. Ja? Die sind durchaus beabsichtigt und gewollt. Ja? Der Priester antwortete David und sprach, ich habe kein gemeines, kein profanes Brot unter meiner Hand, sondern heiliges Brot. Wenn sich nur die Leute von Frauen enthalten hätten. David antwortete dem Priester und sprach zu ihm, es sind die Frauen 3 Tage uns versperrt gewesen, da ich auszog, und der Leute Zeug war heilig. Ist aber dieser Weg unheilig, so wird er heute geheiligt werden an dem Zeuge. Ja, also an dem, was heute ihm gegeben wird, wird dieser Weg heilig werden. Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war. Ja, der hatte also nichts anderes mehr bei sich im Haus, weil diese Zeiten so gottlos waren, unter der Königsherrschaft Sauls. Denn die Schaubrote, die man vor dem Herrn abhob, dass man anderes frisches Brot auflegte des Tages, da man sie wegnahm. Also er hat kein anderes Brot da als das der Schaubrote, die man von dem Herrn in der Stiftshütte aufgelegt hat. Und da war gerade die Zeit, dass das Brot gewechselt wurde. Und er gibt ihm dieses alte Brot aus dem Tempel. Jetzt wird's spannend. Es war aber des Tages ein Mann drinnen versperrt vor dem Herrn aus den Knechten Sauls mit Namen Doeg, ein Edomiter, der mächtigste unter den Hirten Sauls. Also ein Alpha-Tier war dort versperrt, hat dort seine Exerzitien gemacht, hat ein Sabbatical genommen im Kloster, würde man heute sagen. Ja, das hat der Doeg damals gemacht. War aber ein Edomiter, war jemand aus Edom, war kein Israelit, ja. Und ein mächtiger Mann, ein großer, mächtiger Mann unter den Hirten Sauls. Und David sprach zu Ahimelech, ist nicht hier unter deiner Hand ein Spieß oder Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war eilend. Der Priester sprach, das Schwert des Philisters Goliath, den du schlugst im Eichengrunde, das ist hier gewickelt in einen Mantel hinter dem Leibrock. Willst du das, so nimm's hin, denn es ist hier kein anderes als das. David sprach, es ist seinesgleichen nicht, gib's mir. Also David holt sich jetzt das Schwert von Goliath, den er damals erschlagen hat und ist überhaupt mal wieder bewaffnet. Für uns ist das heute ein bisschen unverständlich, ja, aber der David wird sich damals nackt vorgekommen sein, denn er war ja ein Kriegsmann, er war ein General und die trugen ihre Waffen und er war jetzt ohne Waffe unterwegs. Ja, das war für ihn so, als ob er nicht vollständig gewesen ist. Und deswegen fragt er auch hier nach dem Schwert des Philisters Goliath und der Ahimelech gibt ihm das. Das alles sieht der Doeg. Der war dort versperrt und er hört Stimmen und er schaut sich um und er lugt durchs Zelt und sieht, oh, der David ist da, was macht der denn hier? Ja, der sollte doch eigentlich am Hof vom Saul sein. Und ich habe irgendwo auch gehört, dass der wohl einige Tage lang schon verschwunden gewesen ist. Was macht der denn hier? Wieso holt er sich hier Brot? Hat er nichts zu essen? Hat er keine Waffen da? Hat er keine Leute dabei? Was ist los mit dem? Ist der geflohen? Ja, das war die Situation, die dort geherrscht hat. Und David nimmt Brot und nimmt auch das Schwert und geht wieder zurück zu seinen Leuten und flieht dann weiter. Ja, Vers 10. Und David machte sich auf und floh vor Saul und kam zu Achis, dem König zu Gat. Aber die Knechte des Achis sprachen zu ihm, das ist der David, des Landes König, von dem sie sangen im Reigen und sprachen, Saul schlug 1000, David aber 10.000. Ja, die Leute sehen den David also und sagen, das ist der David des Landes König. Saul war doch König, oder? Also David war so erfolgreich und so beliebt beim Volk, dass sogar die Leute in Gat wussten, wer David war. Und gesagt haben, das ist der eigentliche König Israels. Ja. David nahm die Rede zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König zu Gat. Weil das ist jetzt natürlich ein Problem.
wenn jetzt rauskommt, wer er ist, kann ja sein, dass der Achis ihn entweder tötet oder zur Geisel nimmt, ja, und ihn vielleicht dem Saul wieder ausliefert. Oder, also es war eine hochgefährliche Situation für den David. Und er verstellte seine Gebärde vor ihnen und tobte unter ihren Händen und stieß sich an die Tür am Tor, und sein Geifer floss ihm in den Bart. Da sprach Achis zu seinen Knechten: Siehe, ihr sehet, dass der Mann unsinnig ist, der ist verrückt, der Mann, ja? Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich der Unsinnigen zu wenig, dass ihr diesen herbrächtet, dass er neben mir rasete? Sollte der in mein Haus kommen? Damit ist dieses Kapitel 21 abgeschlossen. Das haben wir mal vor einer Zeit im Hauskreis auch behandelt. Und viele haben dann auch gefragt, was ist denn los mit ihm da? Was macht er denn da? Ja? Also das war wohl die einzige Möglichkeit, die dem David noch geblieben ist, sich einfach wahnsinnig zu stellen. Ja? Und der König sieht ihn an von Gad, der Achis, und sagt: Was ist mit dem Wahnsinnigen? Ja? Habe ich nicht genug Wahnsinnige hier im Haus? Müsst ihr den auch noch zu mir bringen? Ja? Was tut denn der David da? Also eigentlich ist das fast ein Bild auf Christus. Ja? Christus ist auch verschrien worden, als ob er von Sinnen sei, steht im Neuen Testament. Seht ihr nicht, dass er von Sinnen ist? Aber er war trotzdem ein König. Ja? Er war noch nicht eingesetzt als König. Aber wer Augen hatte dafür, der wusste, dass er der König, der wahre König Israels ist. Ja? Und er trug das Schwert, das Wort Gottes, das trug er auch. Ja? Das hat er aus dem Tempel bekommen. Und genauso wie David hier gezeichnet wird mit einem Schwert und als jemand, von dem das Volk gesagt hat, das ist der eigentliche König Israels, und von dem andere gesagt haben, er ist von Sinnen, das ist ein Bild auf Christus. Also eine ganz schöne Parallele, die man hier eigentlich findet im Leben Davids. Ja. Und dann geht es weiter in Kapitel 22, denn der Doeg spielt ja noch seine Rolle und der wird David verraten an den Saul. Ja. Das schauen wir uns jetzt an. Dann geht es weiter in Kapitel 22, Vers 1. David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. Da das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und betrübten Herzens waren. Und er war ihr Oberster, das bei 400 Mann bei ihm waren. Der große General, Vier-Sterne-General David, der Zehntausende erschlagen hat, ist jetzt in einer glitschigen, nassen Höhle mit 400 Leuten, die zu ihm gekommen sind, die in Not waren, die in Schulden waren, die betrübten Herzens waren. Andere Bibelübersetzungen, Elberfelder und so weiter, die übersetzen bei betrübt anders, habe ich sich im Kopf wie. Mir gefällt das betrübt aber sehr gut. Ich glaube, in einer Bibelübersetzung steht auch verbittert, aber mir gefällt das betrübt gut. Ja? Luther hat das, glaube ich, nicht umsonst gewählt, weil das ist auch ein Bild auf Christus. Ja? Wir sind auch mit ihm unterwegs. Wir sind noch nicht zu Hause angekommen in unseren ewigen Wohnungen. Wir sind noch unterwegs und wir sind auf der Seite Davids. Und deswegen ist der Gott dieser Welt, der Saul, der König dieser Welt, ist gegen uns. Ja? Und wir sind genau solche Leute wie die hier gezeichnet waren. Wir sind verschuldet, wir sind in Not, ja? In Sündennot und in Sündenschuld und betrübt. Aber bei dem David fühlen wir uns wohl. Und selbst wenn es in einer glitschigen Höhle wäre. Und ich glaube, dass es in der Höhle Adullam, so kalt und nass, wie die vielleicht gewesen ist, oder so staubig und trocken, ja, deutsche Höhlen sind ja kalt und nass, da unten werden die wahrscheinlich kühl und trocken gewesen sein, so wie die Qumran-Rollen-Höhlen auch gewesen sind. Aber die waren halt auf der Flucht. Die hatten kein Bett, die konnten sich nicht waschen, nicht morgens die Zähne putzen und rasieren. Ja? Die waren staubig und verkämpft und verschwitzt. Und irgendwo in dieser finsteren Höhle mussten die sich aufhalten. Trotzdem glaube ich, dass es in der Höhle warmherziger zugegangen ist und heller gewesen ist als am Hofe Sauls. Da herrschte nämlich nur noch Finsternis und Wahnsinn und Misstrauen und Missgunst, ja? Und nicht mehr der Geist Gottes. Also wenn ihr wählen könntet, wo ihr sein wollt, dann ist das die Wahl, die ihr habt. Ja, ihr könnt entweder am Hofe Sauls leben oder ihr könnt in der Höhle Adullam sein mit Jesus. Ja, das ist der Unterschied. Wir westlichen Christen, wie gesagt, ich sage das sehr oft, ja, wir sind das ja nicht gewohnt, was das eigentlich bedeutet, was wir hier lesen. Uns geht es ja gut, ja, wir haben ja alle unsere Auskommen und unsere Versorgung, unsere Absicherung, aber
der Gemeinde Jesu über die Jahrhunderte hinweg ist immer so gegangen wie hier. Und der Gemeinde Jesu ist das über die Jahrhunderte weg immer ein Trost gewesen. Ja? Und den Trost dürfen wir auch haben und auch aus dem Wort Gottes uns holen. Ja? Das ist kein billiger Trost, sondern hier wird eine Geschichte beschrieben in der Bibel, die uns was zu sagen hat, ja? Und was zu sagen haben soll. Also David war jetzt hier Oberster, ja? 400 Mann, Freischärler, Terroristen, Abtrünnige, die der Obrigkeit nicht untertan gewesen sind, der Obrigkeit Sauls, die sich verschworen haben, die sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben über Saul und übers Leben, ja? Die nicht mehr längs gedacht haben, sondern quer und die mit Jesus unterwegs gewesen sind. Ja? Heute ist ja oft die Rede davon, den Medien, von den Erwachten, ja, die erweckt sind und erwacht sind. Und die Schafe müssen erwachen und so weiter. Die Gemeinde Jesu ist seit 2000 Jahren schon erwacht. Das sind die wirklich Erwachten. Das sind die wirklich Erleuchteten. Ja, die sind durch Gottes Geist erleuchtet worden für dieses alte, verstaubte Bibelbuch und für diesen David, ja, der in der Höhle Adullam auf sie wartet. Und die zu ihm kommen als Menschen, die in Schuld waren und betrübten Herzens und in Not. Und die bei dem ewigen David Vergebung bekommen, bei Jesus Christus. Ja. Und er ist unser Oberster. Und wir sind vielleicht keine so eine prächtige Truppe, ja, noch nicht. Aber kommen wir das? Ja, das ist ein Bild auf die Zukunft. Aber wenn man sich da so reinversetzt, ja, der David, wie gesagt, also jemand, der, von dem das Volk sagt, der hat Zehntausende erschlagen. Ja. Um 10.000 zu erschlagen, musst du 30.000 kommandieren. 1:3 ist das Verhältnis bei einem Angriffskrieg, ja, wenn du siegen willst. Also wenn der David 30.000 Mann kommandiert hat und jetzt hier in der Höhle sich rumtreibt, weil er verfolgt wird vom König Israels, das heißt mal wohl der Obrigkeit nicht untertan sein. Ja. Das ist ja sowieso immer so ein Thema, sollen wir der Obrigkeit untertan sein, ja oder nein und inwieweit. Wenn Paulus der Obrigkeit untertan gewesen wäre, hätten wir kein Neues Testament. Und wenn Jesus der Obrigkeit untertan gewesen wäre, hätten wir keine Vergebung. Da muss man auch mal drüber nachdenken, ja, wie das wohl gemeint sein mag im Römerbrief. Gut, aber ist jetzt nicht so sehr unser Thema. Hier steht dann in Vers 3, und David ging von da gen Mizpe in der Moabiterland und sprach zu der Moabiter König, lass meinen Vater und meine Mutter bei euch aus und eingehen, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Also der bringt seine Eltern dort in Sicherheit bei dem Moabiter König, weil seine Situation einfach zu unstet ist und zu gefährlich, als dass er seine Eltern dem aussetzen will. Und er ließ sie vor dem König der Moabiter, dass sie bei ihm blieben, solange David sich barg, an einem sicheren Ort. Oder solange David auf der Bergfeste war, sagt die Elberfelder Übersetzung. Ja? Also er hat weder Vater noch Mutter sehen können und hat auf sie verzichten müssen, weil er in der Bergfeste bleiben musste. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleibe nicht verborgen. Oder bleibe nicht auf der Bergfeste, sagt die Elberfelder Bibel, sondern gehe hin und komm ins Land Juda. Da ging David hin, und kam in den Wald Heret. Jetzt wird es spannend, jetzt wechselt praktisch die Perspektive zu Saul. Und es kam vor Saul, dass David und die Männer, die bei ihm waren, wären hervorgekommen. Und Saul saß zu Gibea unter dem Baum auf der Höhe und hatte seinen Spieß in der Hand. Und alle seine Knechte standen neben ihm. Und jetzt fängt er an zu jammern. Da sprach Saul zu seinen Knechten, die neben ihm standen, höret ihr Benjaminiter, wird auch der Sohn Isais, also David, ja, sein Vater war ja der Isai, Saul nennt den nicht mal mehr den Namen Davids, ja, wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Weinberge geben und euch alle über 1000 und über 100 zu Obersten machen? Ach so, es geht um den persönlichen Vorteil, wenn man Saul hinterher folgt, ja, es geht nicht um die Wahrheit. Es geht nicht um die Wahrheit im Evangelium. Es geht darum, wie ich meinen Hintern rette und wie ich möglichst viel Vorteil bekomme und wie ich möglichst viel aufs Girokonto schaffen kann. Ja? Das ist das, worum es hier geht. Es geht um die Kohle. Ja? So wie auch unsere Leute in der Regierung mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zum allergrößten Teil mit allergrößten Summen versorgt worden sind in irgendwelchen Übersee- und Offshore-Konten. Ja? Kommt ja langsam raus auch alles. Gab es gestern, glaube ich, auch eine Meldung zu.
Also er sagt, hört ihr Benjaminiter, wird euch auch der Sohn Isais allen Äcker und Weinberge geben und euch alle über 1000 und über 100 zu Obersten machen, dass ihr euch alle verbunden habt wider mich. Und ist niemand, der es meinen Ohren offenbarte, weil auch mein Sohn einen Bund gemacht hat mit dem Sohn Isais. Also der Sohn Sauls, der Jonathan, der hat tatsächlich einen Bund mit dem David gemacht. Und das war für Saul natürlich hochgefährlich, weil Saul ganz genau wusste, wer David war und wozu David in der Lage gewesen ist. Und David war eigentlich die größte Konkurrenz für den Saul. Und das Dramatische ist, dass sogar sein eigener Sohn Jonathan einen Bund gemacht hat mit diesem abtrünnigen, terroristischen Querdenker. Also wenn Saul eine Presse gehabt hätte, hätte er sowohl David als auch Jonathan totgeschrieben. Ja? Und bei oberflächlicher Betrachtung ist das ja auch so, dass David plötzlich geflohen ist. Keiner weiß, wo der ist. Er hat sich nicht abgemeldet beim König Sauls. Und alle Nachrichten, die man über David bekommt, sind derart, dass er sich verschworen hat gegen den König Saul und dass er wahrscheinlich sogar dem Saul das Königreich wegnehmen will und dass er sogar schon den Sohn vom Saul ihm abgezogen hat, dass also das Königreich Israels in größter Gefahr ist wegen diesem Spinner, diesem David. Ja. In Gath hat man irgendwie auch gesehen, also da soll er aufgetaucht sein, aber da war er schon auch nicht mehr so ganz bei Sinnen. Ja. Also eine ganz komische Type ist dieser David und der muss unbedingt gefasst werden und gefangen werden. Und im Übrigen geht es uns ja auch gut hier beim Saul. Ja. Wir haben ja genügend Geld, wir haben hier Ländereien geschenkt bekommen, der versorgt uns ja auch. Was sollte man also anderes tun, als immer schön linientreu zu sein, ja, und dem Saul nachzufolgen. Aber hier sitzt Saul missmutig mit runtergezogenen Mundwinkeln, mit seinem Spieß inmitten seiner Leute und die stehen mehr oder weniger hilflos um ihn rum. Und er sagt, was ist los mit euch, dass ihr euch alle verbunden habt wider mich? Und ist niemand, der es meinen Ohren offenbarte, weil auch mein Sohn einen Bund gemacht hat mit dem Sohn Isais? Ist niemand unter euch, den es kränke, meinethalben, ja, der Arme, und der es meinen Ohren offenbare, wo der David ist, ja, damit ich ihn töten kann. Denn mein Sohn hat meinen Knecht wider mich auferweckt, dass er mir nachstellte, wie es am Tage ist. Das stimmt doch gar nicht. Ja, der Jonathan hat den David überhaupt nicht gegen den Saul aufgeweckt. Aber so ist das offizielle Narrativ. Und es muss geglaubt werden. Ja, das ist offiziell verlautbart vom König und wehe dem, der dagegen redet. Ja? Also Saul jammert und lügt. Er sitzt hier und er jammert und lügt. Und er sagt, ich gebe euch doch Geld. Ja, ihr seid doch gut bezahlt bei mir. Ist keiner da, der mir sagt, wo der Sohn Isais ist, dass ich ihn umbringen kann. Ja? Und mein Sohn selber hat meinen Knecht, denn David ist mein Knecht, mehr nicht, ja, ich bin König, wider mich auferweckt, dass er mir nachstellt, wie es am Tage ist. David hat dem Saul überhaupt nicht nachgestellt. Der Saul hat dem David nachgestellt. Ja. Merkt ihr das? Hier wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Hier ist eine komplett andere Perspektive, die der Saul aufmacht. Aus einem einzigen Grund, aus Egoismus, aus Machthunger, aus Machtgier, aus Egoismus und aus Machtgier. Das ist das, warum er die Geschichte hier und das Handeln Davids so darstellt, wie er es tut. Und Gott lässt uns hier in diesem Text, und das ist der Grund, warum ich euch den zeigen möchte, hinter die Kulissen schauen. Er zeigt uns ja die ganze Geschichte Davids. Er zeigt uns auch in den Psalmen, ja, können wir auch nachher noch lesen, wie David dachte, wie David gefühlt hat, was da überhaupt passiert ist, wie die Situation am Hofe Sauls war, dass Saul mehrfach den Spieß nach David geworfen hat, dass Saul David töten wollte und nicht umgekehrt. Ja? Und dass David das dem Jonathan gesagt hat und der Jonathan konnte das überhaupt nicht glauben von seinem Vater. Ja? Der sagt zu dem David, mein Vater sagt mir alles, der hätte mir garantiert gesagt, wenn er dich töten würde. Ja? Und kurz später merkte er dann, dass es genauso ist, ja? Dass Saul sogar nicht davor zurücksteckt, seinen eigenen Sohn zu töten, den eigenen Jonathan, ja? Den eigenen Sohn zu töten. Der Saul war eine finstere Figur. Und nochmal, wenn man das mit oberflächlichem Sinn sich anschaut, dann muss man sagen, ja, hier ist wohl ein abtrünniger General, der das Königreich da an sich reißen will. Also dieses Narrativ, was hier aufgemacht wird von dem Saul, ist reine Lüge. Ja? Und Gott lässt uns hinter die Kulissen schauen, damit wir klug sind, damit wir Christen unterscheiden können, was wir sehen und was wir glauben, was tatsächlich sich hinter etwas verbirgt. Das soll dieser Text uns
uns lehren, ja, und uns beibringen, ja. Denn mein Sohn hat meinen Knecht wieder mich auferweckt, dass er mir nachstellte, wie es am Tage ist. Und jetzt kommt Doeg. Doeg war doch kurz vorher noch eingesperrt im Haus Gottes, ja, beim Ahimelech. Und da hat er jemanden gesehen. Da hat er gemerkt, oh, da ist ja der David. Und David hat ihn auch gesehen. Und die beiden mögen sich ganz seltsam angeschaut haben. Der Doeg neugierig. Was machst du hier? Wie ein Krokodil hat er den fixiert. Und der David schüchtern, unsicher, boah, das dürfte jetzt aber nicht passieren, dass der Doeg mich hier sieht. Ja? Der ist aber ganz schön schief gegangen, sagt der David. Ja? So treffen sich die beiden beider Blicke. Scheinbar haben die kein Wort gewechselt, aber die wussten beide Bescheid. Und jetzt kommt Doeg ins Spiel und der verrät. Der Doeg verrät den David. Da antwortete Doeg, der Edomiter, der neben den Knechten Sauls stand und sprach, ich sah den Sohn Isais, dass er Geno bekam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitops, dem Priester. Der fragte den Herrn für ihn und gab ihm Speise und das Schwert Goliaths des Philisters. Das ist Verrat, ja. Doeg verrät David an Saul. Da sandte der König hin und ließ rufen Ahimelech, den Priester, den Sohn Ahitops und seines Vaters ganzes Haus, die Priester, die zu Nobe waren. Und sie kamen alle zum König. Und jetzt geht's los, jetzt müsst ihr gut zuhören. Und Saul sprach, höre, du Sohn Ahitops. Red ihn auch nicht mit Namen an. Er sprach, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm, warum habt ihr einen Bund wider mich gemacht, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und Schwert gegeben und Gott für ihn gefragt hast, dass du ihn erwecktest, dass er mir nachstellte, wie es heute am Tage ist. So ist das so, Herr Saul? Nein, das ist genau umgekehrt. Du folgst David nach, du verfolgst David, nicht David dich. Ja, aber ihr merkt, wie das komplett umgedreht wird. Und er kommt mit Lüge, wie ein Krokodil kommt er auf den Priester zu. Ja, und überschüttet ihn mit seinem Lügennarrativ. Ja. Ahimelech antwortete dem König und sprach, und wer ist unter allen deinen Knechten wie David, der getreu ist und des Königs Schwiegersohn und geht in deinem Gehorsam und ist herrlich gehalten in deinem Haus? Sagt er, David, das ist dein Prachtoffizier, das ist der beste Mann, den du hast. Wie kannst du so von dem reden? Das ist wahr, oder? Was der Ahimelech hier sagt. Habe ich denn heute erst angefangen, Gott für ihn zu fragen? Das sei ferne von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht auf. Also wirf mir das nicht vor, bitte, ja. Noch meines Vaters ganzem Hause, denn dein Knecht, also der Ahimelech, der Priester, hat von diesem allen nichts gewusst, weder Großes noch Kleines. Aber der König sprach, Ahimelech, du musst des Todes sterben. Du und deines Vaters ganzes Haus. Hier geht es nicht um Wahrheit. Hier geht es um Lüge. Hier geht es um einen Plan, der durchgesetzt wird. Hier geht es nicht darum, die Wahrheit rauszufinden. Und Saul kommt mit seinem Lügennarrativ auf den Ahimelech zu und sagt, so und so ist es gewesen, ja? Und lügt ihn an über die Situation und sagt, warum hast du für den David Gott gefragt und hast ihm das Schwert gegeben? Hier, ich habe den Doeg hier, das ist ein Augenzeuge. Und der Ahimelech sagt, aber Moment mal, der David ist dein bester Mann, der ist dein Schwiegersohn, der geht in deinem Haus aus und ein. Lauter Fakten, die der bringt, ja? Aber diese Fakten interessieren Saul überhaupt gar nicht. Er kennt doch die Fakten, das weiß er doch. Es geht hier um eine ganz andere Story. Es geht um eine ganz andere Ebene. Es geht um ein ganz anderes Motiv. Hier helfen keine Fakten. Fakten überzeugen nicht Leute von einem falschen Narrativ. Ja? Es mag sein, dass sich Leute täuschen lassen davon, aber der hier, dieser Saul, ist ja der Urheber dieses Narrativs. Der hat es ja in die Welt gelogen. Der kann auch nicht mit Fakten überzeugt werden, weil der eine ganz andere Absicht hat. Ja? Das muss man verstehen. Aber der König sprach auf die Antwort von Ahimelech, Ahimelech, du musst des Todes sterben. Du und deines Vaters ganzes Haus. Doeg hat es verraten, dass David bei dem Priester gewesen ist, ja, und dort
sich Brot geholt hat und das Schwert. Aber jetzt kommen die Trabanten, die Entourage von Saul, in einen großen Gewissenskonflikt, denn sie sollen die Priesterschaft töten. Und jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt auch der Obrigkeit untertan sein? Oder sollen wir uns jetzt dagegen wehren? Ist jetzt ein Punkt erreicht, wo wir sagen, ah, jetzt kann selbst ich nicht mehr mit? Ja? Aber dieser Diskrepanz stecken sie jetzt und sie stehen genauso betrüppelt da wie vorher auch. Leute, die am Hofe Sauls leben, sind nie konsequent und haben auch keinen Frieden in ihrem Herzen, aber vertreten immer das Narrativ Sauls, bis es irgendwann nicht mehr geht. Ja, das war aber auch immer schon so. Aber Doeg, der schämt sich nicht. Doeg, der Edomiter, wandte sich und erschlug die Priester. Des Tages starben 85 Männer, die leinene Leibrocke trugen. 85 Priester hat der Doeg erschlagen. Doeg ist hier ein Bild auf den Antichristen. Ja, haben wir öfters drüber gesprochen. Ja? Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird der Antichrist in die Stadt einbrechen und diese wiedergeborene Priesterschaft im Tempel Gottes in der Stadt Jerusalem töten. Alle, bis in den hintersten Winkel. Und niemand wird entfliehen, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5. Ja. Doeg ist ein Bild auf den Antichristen. Das hier ist eine prophetische Stelle. Ja. Also wir haben jetzt schon ein Bild auf Christus, wir haben ein Bild auf die Gemeinde. Und wir haben ein Bild auf den Antichristen. Ja, also das ist eine ganz spannende Passage in der Bibel, weil die einerseits über Freundschaft spricht zwischen dem David und dem Jonathan, über das Gefühl von Flucht, über Not während der Flucht und Entbehrung und auf der anderen Seite dann auch wieder über prophetische Dinge, aber auch über glaubenspraktische Dinge. Also es hat ganz viele verschiedene Facetten, dieses Kapitel. Und ich reiße das auch hier nur so ganz kurz an für euch, für eine Bibelarbeit. Ihr könnt euch dann in Ruhe diese Kapitel nochmal durchlesen. Wenn man mal so ein bisschen angestupft ist und die ein oder anderen Themen so versteht, dann kann man das ganz fein durcharbeiten, für sich sehr viel Gewinn daraus ziehen, ja. Nicht zuletzt, dass wir lernen sollen, hinter die Kulissen zu schauen, ja? Was heute wichtiger ist als in den Jahren, die hinter uns liegen. Ja? Und jemand hat mal gesagt, in der Endzeit ist die Gabe der Geistesunterscheidung eine der wichtigsten Gaben. Ja? Darin will Gott uns ja auch schulen hier. Also Doeg der Edomiter, der schämt sich nicht. Der wandte sich und erschlug die Priester des Tages, dass des Tages starben 85 Männer, die leinene Leibröcke trugen. Haben die da daneben gestanden? Das dauert ja eine Zeit, bis man 85 Menschen tötet. Ja? Haben die so ganz betröppelt daneben gestanden, so auf den Boden geguckt, so ein bisschen weggeguckt. War ja auch blöd, gell? Die haben ja auch nicht nur die Priesterschaft getötet. Hier steht nämlich, und die Stadt der Priester, Nobe, schlug er mit der Schärfe des Schwerts. Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Esel und Schafe. Alle tot. Ein Gräuel der Verwüstung wird hier angerichtet. Und zwar hier in 1. Samuel 22. Auf das nimmt Bezug der Engel, wenn er mit Daniel redet, in Daniel 9, Daniel 10. Siehe, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Da mag der Engel auch diese Bibelstellen hier gemeint haben. Hier wird ein Gräuel der Verwüstung angerichtet, von dem Daniel auch schreibt. Ja? Was die Ausleger heute aber in ganz andere Verbindungen bringen. Das sollen ja eine römische Feldstandarte sein. Aber lassen wir es für heute mal gut sein. Und das reicht bis in die Offenbarung rein, bis in die Paulus-Apokalypse, ja, bis in den 1. und 2. Thessalonischer Brief und viele, viele prophetische Stellen der Endzeit. Das hier ist ein Bild auf den Gräuel der Verwüstung, den der Antichrist in der Endzeit anrichtet, wenn er den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem tötet. Ja? Und deswegen ist auch so wichtig, von der Wiedergeburt Jerusalems zu wissen, um auch diese Stellen irgendwo einordnen zu können. Jetzt spricht aber die Offenbarung auch von einem Überrest. Denn ein Überrest flieht ja in die Wüste, wo er verwahrt wird. Einmal 1260 Tage, da flieht ein Überrest in die Wüste, Offenbarung 12. Das ist die erste Hälfte der Jahrwoche, die dauert exakt 1260 Tage. Dann wird in der Mitte der Jahrwoche dieser Gräuel der Verwüstung angerichtet und dann fliehen nochmal welche und die fliehen auch in die Wüste und die werden dort 3,5 Zeiten verwahrt. Und diese 3,5 Zeiten ist ein Bild für die zweite Hälfte der Jahrwoche. Denn die zweite Hälfte der Jahrwoche endet mit ganz, ganz vielen Ereignissen an ihrem Abschluss, ja, sodass
nur die erste Hälfte taggenau 1260 Tage dauert, und zwar vom Tag der Wiedergeburt Jerusalems bis zum Tag der Tötung der Priesterschaft. Und dann kommt die zweite Hälfte der Jahrwoche und die dauert 42 Monate oder 3,5 Zeiten oder 3,5 Tage. Das wird so umschrieben, ja? Weil da immer die Frage ist, auf welchen Tag man sich da bezieht. Ja? Daniel schreibt von 1290 Tage, 1335 Tage. Also die zweite Hälfte der Jahrwoche ist, je nachdem, worauf man sich bezieht, am Ende der Jahrwoche hat die unterschiedliche Länge, während die erste Hälfte der Jahrwoche exakt 1260 Tage ist, vom Tag der Wiedergeburt Jerusalems bis zur Tötung der Priesterschaft durch Doeg bzw. durch den Antichristen. Also ihr seht, das ist immer die gleiche Geschichte, die erzählt wird in der Bibel. Ja, das ist immer die gleiche Geschichte und die spielt im Vorderen Orient. Und da hat Rom, Jaffet, nichts mit zu tun. Ja, sondern ich ziehe die Linien immer aus dem Alten Testament über Daniel zu den Endzeitreden Jesu bis in die Offenbarung rein. Ja. Jesus übrigens sagt ja auch, ja, wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geschrieben hat, wer das liest, der merke darauf, dann fliehe in die Berge, ja, und schaut nicht zurück, sondern seht zu, dass er wegkommt, weil es geht schnell, ja, und gründlich, so wie hier bei Doeg. Die Stadt der Priester Nobe schlug er mit der Schärfe des Schwerts. Und in der Endzeit wird der Antichrist auch die Stadt der Priester Jerusalem töten mit der Schärfe des Schwerts. Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Esel und Schafe. Aber, da habe ich eben kurz angesetzt, ja, es gab ja einen Überrest. Sein Überrest flieht ja doch auch in die Wüste. Davon spricht ja Jesus, davon sagt auch Paulus, davon schreibt auch Johannes in der Offenbarung. Und den Überrest finden wir auch in der Geschichte, weil hier steht: Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitops, als er ein Sohn des Priesters flieht, der entrinnt. Der hieß Abjatar und floh David nach und verkündigte ihm, dass Saul die Priester des Herrn erwürgt hätte. Saul in Klammern Doeg, ja, aber Saul hat die Verantwortung dafür, er ist der König. David aber sprach zu Abjatar, das ist interessant jetzt, ja, weil es so ein bisschen auch einen Rückblick gibt auf das, was ich euch eben so kurz skizziert habe, dass der David auch den Doeg gesehen hat, als er dort verschlossen war. David aber sprach zu Abjatar: Ich wusste es wohl an dem Tag, da der Edomiter Doeg da war, dass er es würde Saul ansagen. Ich bin schuldig an allen Seelen in deines Vaters Hause. Also David hat den Doeg gesehen dort im Tempel und er macht sich jetzt Vorwürfe dazu, weil er schuldig ist an den 85 Priestern, die der Saul getötet hat, ja, weil er da nicht vorsichtig war, aber er konnte eigentlich auch nichts dafür, hatte das nicht erwartet, dass der Doeg dort gewesen ist, ja. Dann sagt er zu dem Abjatar: Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Wer nach meinem Leben steht, der soll auch nach deinem Leben stehen und du sollst mit mir bewahrt werden. Das gilt für den Überrest der Gemeinde Jesu, der von Jerusalem fliehen wird in die Wüste und dort bewahrt wird. Steht auch in der Offenbarung, ja, dass der an einen Ort geführt wird, dass ihm Flügel wie Adler gegeben werden und dass er dort bewahrt bleibt, dreieinhalb Zeiten lang. Ja. Das heißt, dass ein Überrest auch aus der Gemeinde bewahrt bleibt. Durch wen denn? Durch den ewigen David, durch Jesus Christus. Der wird bewahrt bleiben. Manche werden ihr Leben lassen, manche werden Nachteile erleiden, manche bleiben bewahrt. Ja, das ist so mit der Gemeinde Jesu. Das kommt immer darauf an, was der Herr für uns vorgesehen hat. Ja. Aber man darf das auch als einen gewissen Trost nehmen. Einmal, dass unser ewiger David dessen wohl gewahr ist, was uns widerfährt oder nicht widerfährt. Und dass er trotzdem auch dem Abjatar hier sagt: Bleibe bei mir, fürchte dich nicht. Jesus sagt es ja auch: Wenn ihr das alles seht, dann fürchtet euch nicht. Ja. Es ist noch nicht das Ende da, sagt er. Ja, das dauert alles, das braucht auch seine Zeit. Aber fürchtet euch nicht, sondern erhebt eure Häupter. Ja, seid zuversichtig. Für uns ist alles gut geworden. Auch deswegen, weil dieses Leben hier ohnehin nicht alles ist. Ja? Das, wo es drauf ankommt, ist das ewige Leben. Früher oder später werden wir die Erde ja sowieso verlassen. Irgendwann werden wir sterben. Ja? Mit 70, mit 60, mit 50, mit 30, manche sterben mit 20 oder noch viel früher. Die Frage ist, was kommt danach? Ja? Und Paulus sagt, dass die Leiden der Jetztzeit nicht verglichen werden können mit der Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes offenbart werden soll. Und vielleicht sollten wir diese Perspektive auch mal einnehmen. Auch in so Zeiten wie jetzt und ein bisschen mutig sein. Ja? Das lohnt sich. Ich sage das ungern, dass sich das lohnt. Ja, wir tun das ja nicht für Geld.
Die Sauls-Leute tun das für Geld. Die Jesus-Leute tun das, weil die den David lieb haben. Der David war mal in der Höhle Adullam. Ich will die Stelle jetzt nicht lesen. Ach, den Psalm bin ich noch, wo ich euch von gesagt habe, ich gebe euch den nur mal an. Ich glaube, das ist Psalm 56 oder 59. Da schreibt David darüber, was er empfunden hat während dieser Flucht. Ich will das mal gerade schnell suchen hier. Ja, das ist einmal Psalm 59, die Hilfe für den Hilflosen, ein gülden Kleinod Davids, dass er nicht umkäme, dass Saul hinsandte und ließ sein Haus verwahren, dass er ihn tötet. Und einmal Psalm 56, ein gülden Kleinod Davids, von der stummen Taube unter den Fremden, da in die Philister griffen zu Gad. Ja, das könnt ihr gern mal lesen. Das sind so Psalmen, wo David in sein Herz schauen lässt und zeigt, wie er da empfunden hat. Ganz, ganz wertvoll, ja, das in Verbindung zu lesen mit der Begebenheit, die wir uns hier angeschaut haben. Ja, und dann gibt es noch eine Bibelstelle, die auch dazugehört, die ich euch auch gerne noch zeigen möchte und nicht vorenthalten, weil ich die sehr herzzerreißend finde. Ja, die steht in 2. Samuel 23. Da steht in Vers 14, auch in Bezug auf diese Höhle Adullam, David aber war dazumal an sicherem Ort, also er war in der Bergfeste, in der Höhle Adullam, aber der Philistervolk lag zu Bethlehem. Und David ward lüstern und sprach, wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor? Also da muss ein Brunnen gewesen sein, wo ganz, ganz feines Wasser war. Und klar hat er Durst gehabt in der Wüste, ja. Und hat er vielleicht da gestanden und hat gesagt, boah, also so ein Schluck frischen Wassers aus dem Brunnen in Bethlehem, das wäre schon was Besonderes. Ja. Das ist so, als wenn man im kommunistischen Russland im Hunger gelebt hat und gesagt hat, ah, so eine Scheibe Speck, das wäre was Tolles, oder? Ja, so stelle ich mir vor, hat der David es hier auch gesagt. Da brachen die drei Helden ins Lager der Philister und schöpften Wasser aus dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor und trugen's und brachten's David. Das heißt also, drei von seinen Leuten, die sind dann, also das war der Jasobeam und der Eleazar und der Sammah, die sind tatsächlich wahrscheinlich in der Nacht, ich weiß es nicht, durch die feindlichen Linien geschlichen, bis nach Bethlehem und haben dem David aus dem Brunnen Wasser geholt. Man sagt dazu, glaube ich, jemandem einen Wunsch von den Augen ablesen. Ja? So ähnlich, so verstehe ich das. Die hatten ja so schon Probleme, am Leben zu bleiben und nicht getötet zu werden. Und die drei haben den Mut und die Verwegenheit, für ihren David so ein Ding zu tun. Ich denke an einen amerikanischen Prediger und Pastor, der hat mal gesagt, tut um Himmels Willen etwas Mutiges für Jesus. Das gilt für uns heute. Und das galt für die drei auch. Ja. Die sind also losgezogen und haben dem David Wasser geholt aus dem Brunnen in Bethlehem. Und trugen's und brachten's David. Und jetzt schaut mal die Reaktion von dem David darauf. Aber David wollte es nicht trinken, sondern goss es aus dem Herrn und sprach, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tue. Ist nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und dahingegangen sind und wollte es nicht trinken? Das ist was Großes, ja. Das ist eine Geste. Der David sagt, das ist ja das Blut meiner Männer. Ich kann doch nicht hergehen und das jetzt einfach trinken. Und er bringt dieses Wasser, was die drei Freunde ihm gebracht haben, dem Herrn als Opfer dar. Der schüttet das vor dem Herrn aus. Und sagt, Herr, schau mal, was die mir getan haben. Ist das ein Bild auch auf Jesus? Dass wir was Mutiges für Jesus tun und legen ihm irgendwas zu Füßen? Ich weiß es nicht, in einem Missionseinsatz oder jemand, der vielleicht Geld gibt für das Werk des Herrn. Und er legt das dem Herrn zu Füßen. Und der Herr gibt das weiter an den Vater im Himmel und sagt, sieh mal, das ist ein liebliches Opfer, ein angenehmer Geruch. Ich nehme das nicht für mich, ich gebe dir das. Das ist, wie das Verhältnis gewesen ist zwischen David und seinem Gott und wie das Verhältnis gewesen ist zwischen David und seinen Männern. Und das meine ich, das war die Stimmung in der Höhle Adullam. Davon wusste Saul nichts, von sowas, von so einer Freundschaft, von so einer Männerfreundschaft, von so einer Brüderfreundschaft, von so einer Christenfreundschaft.
die zueinander stehen, ja, die sich nicht verraten gegenseitig, sondern die Wertschätzung sich entgegenbringen und die trotzdem Männer sind, keine Waschlappen, ja, und keine, entschuldigt, dass ich das sage, keine weibischen, sondern, sorry, ja, für den Begriff, ihr Frauen wisst, wie ich das meine, sondern die Männer sind und die mutig sind und die was wagen für Christus, die was wagen für David, ja. Das ist was Tolles, sowas gefällt mir gut. Die Stelle wollte ich euch gerne noch ergänzen, auch dazu zu dem Psalm 2. Samuel 23, ab Vers 14 bis Vers 17. Herzzerreißend, oder? Ich finde das schön. Das ist wahre Geschwisterschaft, das ist Bruderschaft. Ich wünsche euch, dass ihr so Leute trefft. Das ist wichtig für uns zur Erbauung. Und gerade in so Zeiten wie jetzt, ja, brauchen wir das dringend. Ich wünsche euch viel Gottes Segen, viel Kraft für die kommende Woche. Glaubenstrotz, Glaubensmut, Freude am Herrn. Einen offenen Himmel und auch Aufblick. Verliert den Glauben nicht. Lasst euch den Glauben nicht nehmen von der Welt. Ja? Die Welt ist so irrsinnig, wie sie immer schon gewesen ist. Kommt jetzt nur an die Oberfläche. Ja? Wollt euch das nur so zurufen als kleine Ermutigung. Ich wünsche euch alles Gute, wie gesagt, für die kommende Woche. Alles Gute, Gottes Segen und bis bald.